Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Sonntagsvlog. Wir waren schon mit meinem Schnucki spazieren. Draußen scheint die Sonne, zwischendurch ist es bedeckt, auch mal ein bisschen Niesel gewesen, aber es ist heute ein bisschen besser als sonst. Wir wollen jetzt frühstücken, haben unsere Frühstücksteller schon fertig gemacht, guck mal, und gehen jetzt aber raus, solange die Sonne noch da ist. Es gibt wie immer halt Joghurt, bzw. heute einmal Joghurt mit Quark vermischt. Dann habe ich alles an Nüssen drauf, also Haselnüsse, Walnüsse und Cashews, was haben wir hier noch Schönes? Ananas drauf, ich finde das immer sehr lecker. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal auf die Terrasse da hinten und frühstücken erstmal. Mein Schnucki ist auch schon da. Wir haben heute fleißig Wäsche gewaschen, wie man das sieht. Guten Morgen. Wo ist Möchtest du denn. auf der Bank sitzen? Ja, ich sitze auf Dann der hast Bank. du die Sonne im Rücken. Ist nicht schlimm. Oder soll ich dir schnell den Sessel hier hinstellen? Hast du denn die Sonne im Gesicht? Nein, obwohl doch. Ich glaube, es ist besser. Ich habe mich extra hier hingesetzt. Wir Auf den brauchen kaputten unsere, Stuhl, damit ja, du wir nicht da brauchen sitzen musst. unsere Polster, würde ich mal sagen. Wo sind die denn? In der Hütte. Da kann ich nicht hingehen. Nee, mache ich dann. Weißt du, wieso nicht? Nee. Ich bin verletzt. Immer Adrian da. Kurz. Ja, er versucht immer noch seit einem Ich halben bin Jahr beim ungefähr. Neurologen-Pädagogen gewesen. Und der hat mir gesagt, ich brauche unbedingt eine C-Stütze. Was ist ein Neuropädagoge? Ich weiß nicht. Nee, er versucht immer noch seinen. Aber das bin ja ich. Du. Was? Wie heißt es, dieses Überbein? Nee. Oh. Versuchst du immer noch gerade zu machen, irgendwie, ne? Habe ich vergessen. Warte mal. Komm, erzähl. Da klopft jemand, oder? Hat jemand geklopft eben? Ja, irgendwie ja. Also, wir wollen jetzt frühstücken. Guten. I wanna wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. Es fing alles so schön an heute, der Tag, ne? Wir haben sogar gerade geschafft, eine halbe Stunde in der Sonne zu liegen. Und jetzt kommt von da hinten Regenwolken. Jetzt müssen wir hier alles retten. Mein Schnucki hat sogar hier die Liegen mitgebracht. Und jetzt guckt er, ob er die Wäsche unter das Dach stellen kann. Keine Ahnung, ob das was wird oder nicht. Auf jeden Fall kommt alles schwarz rüber. Und ich glaube, ich nehme mal die Bettwäsche ab. Es ist mittlerweile schon gleich 12:30. Die Kinder sind gerade kurz los, um Ash abzuholen. Und Leo ist gerade hier bei uns. Ich würde ganz gerne dieses Wetter jetzt hier nutzen, weil es ja halt nicht so berauschend draußen ist, wo man so ein bisschen wenigstens mal die Sonne genießen kann. Habe ich gedacht, schon seit ein paar Tagen, ich putze da mal die Fenster. Also jetzt nicht unbedingt alle, aber Küche muss dringend geputzt werden. Das sind die ganzen Spritzer von hier vorne, vom Regen. Also wir hatten jetzt die letzten Tage das Wetter überhaupt nicht schön. Also eigentlich schon gefühlt die ganzen letzten Wochen war das Wetter nicht so schön. Und ich glaube, mein Geburtstag war der letzte Tag. Tag darauf ging noch, aber dann war das Wetter echt schlechter. Und naja. Jetzt würde ich ganz gerne mal an die Fenster rangehen. Ah, ab, was mir noch einfällt. Ich habe gestern das Video hochgeladen, wo ich die Kleider anprobiere von Sarah. Und für die Hochzeit waren gedacht nur die ersten drei Kleider. Vielleicht vier mit diesem pinkenden. Leo. Weiße, beige, dieses hier wollte ich gar nicht anziehen. Ich habe es zwar bestellt, weil es cool aussah. Aber für die Hochzeit waren eigentlich die anderen gedacht. Viele haben geschrieben, das Rote steht mir sehr, sehr gut. Ich habe allerdings dann doch alles wieder zurückgeschickt. Ich habe gedacht, ist egal, ich ziehe jetzt einfach dieses Rosane an nächste Woche. Muss nur gucken, ich bräuchte eigentlich eine Tasche dazu. Ich habe keine. Also eine helle wollte ich gerne irgendwie haben. Vielleicht gucke ich da bei H&M oder so nächste Woche. Mal schauen. Ja, und Schuhe ist immer noch so ein Problem. Ne? Schuhe weiß ich nicht. Entweder ziehe ich, ich habe ja bei Zara mal was bestellt. Das sind so Sommerschuhe. Aber im Grunde passen die auch. Und das ist wirklich nur für ein paar Stunden. Wir sind ja nicht mal lange da, weil wir ja mit dem Zug fahren. Und an sich ist es ja nicht diese typische Hochzeit, die man so kennt, sondern nur Standesamt und Essen. Mehr ist es ja nicht. Die Braut ist übrigens im Brautkleid. So viel kann ich ja schon mal dazu sagen. Ich hatte, warte mal, komme ich an meine Schuhe ran. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass ich diese anziehe einfach. Passen doch, oder? Das sind so solche, die habe ich ja in Schwarz. Und in Braun, aber die passen doch zu diesem rosa Kleid, oder? Finde ich. Oder alternativ wären diese hier, aber das ist zu viel Sandale sozusagen. Ne? Die anderen sind ein bisschen besser. Flipflops kann ich ja nun leider nicht anziehen. Obwohl ich total gerne Flipflops rumlaufe. Ne? Aber ich denke, diese Schuhe werde ich jetzt anziehen. Oder die anderen, die ich bei H&M mitgenommen habe. Aber ob die dazu passen, weiß ich nicht. Das sind diese hier, wisst ihr. Ich gucke einfach spontan und entscheide spontan. Die sollen ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen bequem sein. Allein schon durch den Weg dahin, halt durch Bahnhöfe und Co. Wir schauen einfach mal.
Aber wie gesagt, ich hatte nicht vor, mir irgendwas anderes von den Kleinen anzusehen, sondern die ersten drei, vier, vielleicht in diesen pinken. Also es war ja dieses Pink, was so recht weit geschnitten war. Aber ich fand das Kleid nicht so cool irgendwie. Weiß nicht. Also weiß nicht, vom Material her war das auch nicht so schön, vom Stoff. Daher, aber vielen Dank für eure ganzen Tipps und Kommentare, habe ich mir sehr gefreut. Ja, also ich gehe jetzt einmal schnell in die Fenster und dann gibt es auch schon wieder Mittag. Ich muss Mittag kochen. Heute habe ich gedacht, da gibt es Brokkolisuppe. Wir haben Brokkoli, wir haben Blumenkohl sogar. Vielleicht mache ich das zusammen. Brokkoli mit Blumenkohl, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Karotten oder so. Irgend so eine Gemüsesuppe einfach, die man durchpürieren kann daher und dann ist sie dann fertig. Pizza haben wir noch von gestern. Mein Schnucki hat eine Pizza gemacht. Und dementsprechend, wie gesagt, aber ich habe irgendwie voll Bock auf. Oh, ich glaube, es regnet gleich. Dunkel ist es. Muss ich gucken, ob ich die Liegen da retten muss. So ein komisches Wetter, ne? Wirklich. Ich weiß nicht, schreibt mal, wie es bei euch ist. Also hier ist es kein Sommer auf jeden Fall. Mit den Fenstern bin ich jetzt soweit fertig und jetzt gibt es einmal Mittag für uns. Wir machen schon hier eine Gemüsepfanne mit Zucchini, Blumenkohl. Porree magst du nicht, ne, Schnucki? Nein, das steht hier Ich will die dahinter. Pizza haben. Du bist seit Gib mir gestern Pizza. wieder Gib auf mir Kohlenhydratstreichung. Pizza. Ja, es muss sein, es muss weg. Ah, dann sagt er, fühlt sich schon wieder unwohl. Und vor allem das Ding ist, die Allergie war letztes Jahr besser, als er gar keine Kohlenhydrate gegessen hat und OPC genommen hat. Und diesmal sagt er, merkt er, dass es stärker ist und vermutet, dass es halt an den Kohlenhydraten liegt. Ich vermute auch fast. So. Also, es gibt für meinen Schnucki so eine Pilz-Gemüsepfanne mit Chinakohl, Blumenkohl, Zucchini. Dann haben wir noch ein bisschen Lachs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwie was? Hier will ich theoretisch auch Garnelen Wir könnten holen auch können, aber ein haben wir bisschen was nicht. Fleischiges essen. Das hat auch nicht so viele Kohlenhydrate. Gestern war ich tatsächlich beim Jäger und wir haben Das nehmen wir. noch mehr Geld gegeben, Wir haben noch noch mehr mehr Geld Geld geholt, ausgegeben. mehr Geld ausgegeben, Fleisch Ich geholt. habe das ausgegeben. Ja, genau, mein Schnucki hat das ja alles Leo, was machst du denn bezahlt. Ja, hier? Leo besucht uns. Hä? Was machst du denn hier? Ja, ich hole mal Wo ist Wild denn dein Fleisch. Essen? Und zwar Wo ist denn dein Schwein, Essen? Wildschwein. Genau, ich hatte noch Grillsteaks geholt. Wir kriegen nächste Woche Besuch zum Grillen. Diese hier habe ich drei Stück mitgenommen, also drei Packungen. Auch irgendwas Wild. Wildschwein. Rehrücken. Rehrücken. So, also, ich bereite schon mal was vor. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew you were liability. He said, baby,
Suppe ist jetzt auf dem Herd. Ich habe Brokkoli, Blumenkohl und einfach Porree jetzt dazugegeben. Keine Kartoffeln diesmal. Es ist eine reine so eine Gemüsesuppe quasi. Ja, jetzt kocht das Ganze, dann gebe ich noch ein bisschen Brühe dazu und vielleicht ein bisschen Sahne. Das weiß ich noch nicht, muss ich überlegen, wie die so schmeckt nachher. Mit Sahne schmeckt es natürlich besser. Schön cremig auch, aber wir gucken mal. Also, solange das jetzt hier kocht, werde ich mal für mein Schnucki das Gemüse schnippeln und seine Gemüsepfanne machen. Kinder sind da. Mit McDonald's essen. Habt ihr vielleicht Bock gleich auf Gemüsesuppe? Brokkoli und Blumenkohl-Lauchsuppe? Was? Ja, ich hoffe, dass es schmeckt. Ja. Ihr kriegt was ab, ich habe zu viel. Also ich koche sie gerade, ne? Aua. Ich habe schon gesagt, die Kinder waren bei McDo. Haben sie so eine fette Tüte bekommen noch? Ja. Ist eure Bestellung so groß? Ja. Eigentlich nicht. Guck mal. Ich drehe mal ganz kurz für die Cam. Schaut mal. Oh, das riecht so gut, ne? Das ist richtig... Ja, Leo, du riechst es auch? Er hat auch was von McDo, oder? Du? Habt ihr alle was von McDo? Coupons eingelöst. Coupons eingelöst? Ja. Ach so, ja, okay. Ja, so. Ja gut, Salat ist wenigstens da. Also ich koche jetzt die Suppe, ne? Das hat echt gelohnt. Plant, ja. Ihr Frühstück nochmal? Ah ja, guten Appetit. Danke. Und guten Morgen. Guten Morgen. Mega krass ungesund, ne? Aber gut. Sind ja schon groß, ne? So, die Suppe stelle ich mir ein bisschen höher, dass sie noch schneller kocht. Ich habe mir schon gedacht, ich werde mir so ein paar Röschen behalten, also nicht alles komplett durchpürieren, sondern auch ein paar Röschen einfach damit dazugeben, damit es halt, damit es ein bisschen besser, also besser schmeckt, wenn man auch ein paar Stückchen im, zum Kauen hat. Jetzt muss ich noch einmal Blumenkohl fertig anschneiden und dann ist seine Pfanne auch schon fertig. Übrigens, mein Schnucki hat gestern im Gewächshaus was gemacht. Er hat mir die Gurken unten, die Blätter alle abgenommen, weil er sagt, es war einfach zu dicht. Und hat das alles ein bisschen ausgedünnt und ich glaube, es ist tatsächlich echt besser, so wie das jetzt ist. Und dann habe ich mir gedacht, guck mal, ich habe ja diese hier keine normalen kleinen Gurken, sondern das sind diese Salatgurken, ne? Weil die so lang sind, so lang und dünn. Nicht wundern, ich habe hier eine Powerbank in der Hand, weil mein Handy fast leer ist. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie die überhaupt gehalten werden. Also die sind ja dann größer und länger im Vergleich zum Beispiel jetzt zu diesen hier, ne? Zu den. Die sind ja etwas anders. Ja, die Tomaten sehen auch einigermaßen ganz gut aus. Die wachsen ordentlich, ne? Das ist richtig heftig. Ach, guckt. Nach 2 Tagen kommen hier auch die Radieschen wieder raus. Seht ihr das? Oh Mann, das ist voll cool, immer so zu beobachten, das Ganze, ne? Also, Tomaten, meiner Meinung nach, sehen auch einigermaßen stabil aus. Mal gucken. Ja, ist schon heftig, oder? Bin gespannt mit den Radieschen wieder. Hier ist immer noch die rote Kirsche, aber die muss natürlich jetzt noch mehr Farbe kriegen nachher. Guck mal, hier sind auch vereinzelt, ne? Also viele sind es jetzt nicht. So ein paar. Bin gespannt. Ich habe schon gewartet, dass die Vögel das klauen, aber ja, irgendwie, toll, gehen die noch nicht ran. So, die Suppe ist soweit gleich fertig. Beziehungsweise, ich habe dann doch noch eine Kartoffel dazu gegeben, habe die Scheiben recht dünn geschnitten, damit es ein bisschen schneller gekocht wird. Und jetzt hole ich mal ein paar Röschen raus, die ich dann hinterher dazugeben kann. Aber an sich, das riecht schon total gut, ne? Also, schon lange nicht gemacht. Ich werde jetzt einmal die Suppe nicht mit meinem Pürierstab machen, wie ich das schon 1-2 Mal gemacht habe. Und dann im Endeffekt dann doch gedacht habe, eigentlich muss man es auch hier reingeben und dafür durchpürieren lassen. Weil es einfacher ist. Ne? Das spritzt nichts, das ist immer richtig gut. Deswegen macht es wieder in diesem Teil hier. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, könnt gerne mal schreiben, aber ich finde das hier mit diesem Mixer einfacher. You are and misbehave. I know you are.
Die Suppe habe ich jetzt wieder hier auf dem Herd, ihr Lieben, und ich habe dann doch diesen Schmelzkäse dazu gegeben. Ich glaube, das ist nachher wirklich tatsächlich fast wie so eine Hack-Lauch-Suppe ohne Hack. Das riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt muss ich warten, bis das hier alles so ein bisschen sich aufgelöst hat. Und dann schmecke ich nochmal ab. Ich habe überlegt, vielleicht nochmal ein bisschen Knoblauch dazu zu geben und ein bisschen Pfeffer. Salz würde ich sagen wahrscheinlich eher nein, muss ich aber gleich erstmal abschmecken, wegen der Brühe. Ne? In der Brühe ist unheimlich viel Salz drin eigentlich. Und was wollte ich noch? Muskat, habe ich Muskat gesagt? Pfeffer, Muskat. Ich gucke gleich, ein bisschen Knoblauch vielleicht oder so. Mal schauen, wie das Ganze gleich schmeckt. Und voilà, die Suppe ist fertig. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Petersilie dazu gegeben, habe ich nochmal frisch reingeschnippelt. Und an Gewürzen habe ich hier drin etwas Knoblauch, Chili-Pulver, Muskat, Pfeffer. Das war's. Ja, das war's. Schmeckt super, habe ich schon probiert. Ich hoffe, dass die Kinder das mögen. Also Max und Chrissy, ich glaube, Ash hat keine Chance, dem das zu geben. So, jetzt werde ich einmal Adrians Gemüsepfanne nochmal anbraten. Mein Kind will mal was Gesundes jetzt essen, ne? Ja. So, was denk mal. Habt ihr schon Burger King McDonald's gegessen? Ja. Achso. Ja gut, Suppe mir, ist ich ja. Ich habe mir auch noch was von Jungen geholt. Also, ach, das auch noch. Also Süppchen ist fertig. Max kam mit einer Schüssel. Wollte ich noch eine? Das riecht geil. Also ich hoffe, dass es dir schmeckt. Also ich habe abgeschmeckt und mir schmeckt es. Also ich weiß nicht. Teller bitte. Ui. Ja. Bisschen schwierig. Was ist das nochmal? Blumenkohl, Brokkoli und ich habe dann doch noch eine Kartoffel damit dazugegeben und Lauch. Ach, eine Kartoffel? Eine. Reicht, oder? Eine. Ja, ja, klar, klar. Dankeschön. Nein, ich meine eine Kartoffel. Ja. Weil sonst wäre das einfach eigentlich... Das riecht lecker. Das riecht sowieso... Und dann sind dann noch, nicht. Was da dran? Ein bisschen Chili-Pulver habe ich damit dazu gegeben. Das gut. Muskat, Knobi, Pfeffer. Ja. Das war's. Guten. Für Papa, Papa hat hier eine Gemüsepfanne. Ja, das Ganze irgendwie als nicht Suppenform ohne Wasser, oder? Ja, guck. Also, das ist aber ohne, ohne Brokkoli, weil Papa kein Brokkoli ab kann. Ja, ich glaube, der ist allergisch dagegen. Das... Mit Zucchini hat er das und Pilzen. Hm. Genau, dazu. Ein bisschen Wasser rein, umrühren, das ist gleich. Ja, genau, das ist das Gleiche. Und da ist Schmelzkäse ein bisschen drin, ne? Habe ich dann dazu genommen. Dankeschön. Bitte, guten. Sieht gut aus. Mhm. Ja, schmeckt wohl auch, hoffe ich. Also ich habe probiert, mir schmeckt's. Schaut euch mal bitte dieses wunderschöne Wetter an. Und da hinten ist schon wieder zwischendurch blauer Himmel. Ja, also heute ist echt ein Apriltag, würde ich mal sagen. Guten Appetit, ihr Lieben. Also mein Süppchen ist fertig und mein Schnucki, das Essen ist auch fertig. Ich hoffe, dass es dir schmeckt. Ich habe was ab, weil es sieht alles so lecker aus und das riecht so gut. Das ist das beste Essen, das man überhaupt essen kann. Füllen wir hierher. Absolut top. Und das geht auch so. Das geht auch so, ne? Naja. Na gut, also guten Appetit. Draußen ist ehrlich gesagt nach wie vor Herbst. Ich würde ganz gerne jetzt einmal Quarkauflauf machen. Habe ich schon länger nicht gemacht. Und zwar hatte ich jetzt eine Packung normalen Quark genommen und grobkörniger. Alles zusammen vermischt. Und jetzt kommen da 3 Eier rein, 3 Esslöffel Grieß und etwas schwarze Johannisbeeren. Ihr könnt natürlich Früchte eurer Wahl nehmen. Dann habe ich schon mal die Auflaufform einmal eingepinselt mit Butter. Und genau, und dann geht es in den Backofen. I just wanna get you on my grid sometimes, on my grid sometimes. All my friends are saying that I waste my time, that I waste my time. So, der Quarkauflauf ist drin. Ich habe jetzt erstmal 14 Minuten eingestellt und naja, er braucht noch. Also meistens sind es immer so 45 bis sogar 50. Ich hatte aber auch schon mal 60 Minuten bei dem Quarkauflauf. Jetzt ist für mich die Aufgabe, Leute, das Chaos im Kühlschrank zu beseitigen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist alles wieder durcheinander. Wir haben hier Pizzableche mit Pizza. Das wird am Morgen gegessen. Adam hat gestern Pizza gemacht. Und ansonsten an sich ist alles schon wieder unsortiert. Irgendwie so reingesteckt. Und das mag ich überhaupt nicht. Genauso wie irgendwie... Ihr seht schon, ne? Alles durcheinander. Ich würde sagen, ich nehme mal Stückchen für Stückchen mal was raus und sortiere das Ganze nochmal neu. Genauso wie die Eier aus der Pappschachtel können ja in normalen Eierbehälter. Karotten muss ich nur abwaschen, habe ich noch nicht gemacht.
Die können dann ins Gemüsefach. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein bisschen Klarschiff hier im Kühlschrank, weil das, du willst irgendwas rausnehmen, holst raus, dann fällt fast das andere schon unten drunter irgendwie runter. Und naja, also, los geht's. I was looking like a fool when I met ya. All covered up in the dirt from my past. So insecure by myself when I met ya. Ist das nicht verrückt? Die Sonne scheint. So Leute, ich bin fertig. Habe alles ausgewischt, aufgeräumt und so sieht das Ganze aus. Ich lasse unten das Fach komplett leer, ohne von diesen Organisern, weil das Ding ist, sie nehmen einfach, also es ist zwar alles schön sortiert, aber nichtsdestotrotz nehmen sie dann doch mehr Platz weg. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt vorstellt, oder sich vorstellt, diese ganzen Sachen einfach mal so dahin zu stellen, ohne das Teil, passt da viel mehr rein als, warte mal, als mit denen. Weil die nehmen ja auch schon für sich halt ein bisschen Platz weg. Ne? Also eigentlich kann man sich schon überlegen, bald vielleicht die gar nicht zu benutzen, weil im Grunde kann man zum Beispiel sagen, so, okay, hier ist bei uns zum Beispiel Käsefach zum Auffüllen. Ne? Also hier packe ich immer frischen Käse rein, der noch eingepackt ist. Das ist unser Frühstücks-Abendbrot-Käse-Box. Na, das ist ein Frischkäse, Kräuterkäse, angebrochener Käse und Butter drin. So, und hier habe ich allerdings aber auch Käse quasi vom Markt zum Beispiel so eingepackt in solchen, oder vom Bioladen, halt in solchen Behältern. Fisch ist ebenfalls halt da drin. Und hier haben wir Frischkäse, Quark, Schmand, ja, Creme Fraiche. Da hinten sind halt das ganze Butter, Schmalz und so weiter. Hier kommen wir zu den Eiern. Hier sind ein bisschen Kirschen. Erst Wurst, Box, also hier ist Aufschnitt. Hier haben wir so ein Gnocchis Mayo, was noch richtig noch eingepackt ist. Es ist keiner hier komischerweise, aber dann hat er aufgehört, Mayonnaise zu essen. Und hier halt Essen, Reste Essen. Unten habe ich die Pizza noch mit dazu gegeben. Und ja, hier seht ihr Obst, Gemüse. Und hier ist ja, die Tür so eingerichtet. Einfach im Grunde, ja, hier sind unsere Öle. So, Walnussöl, mein Kräuterblut, Schwarzkümmelöl und so weiter. Das ist, glaube ich, Traubenkernöl hier, ne? Genau. Ketchup, Mayo. Unten sind die Getränke, Ash-Getränke. Die hat er jetzt irgendwie. Nee, Max hat die geholt. Ash hat die jetzt. Naja, und oben habe ich nochmal Eier mit dazu gegeben, weil ich die nämlich nicht da reinbekommen habe. Hier passen nur 14 Eier rein und mehr nicht. Ja, ich finde, es ist schon so viel, viel besser, ne? Geordneter, sortierter, übersichtlicher, als wenn alles so irgendwo kreuz und quer reingeknallt wird und dann war es das. Ja, ihr Lieben, das war's, ne? Fertig. Und mittlerweile ist auch schon der Quarkauflauf fertig. Das sieht richtig mega aus, weil er gebräunt ist, und zwar überall. Oben, an den Seiten und so weiter. Den habe ich jetzt zum Abkühlen hingestellt, also kann gegessen werden, wenn er halt ein bisschen kühler ist. Leute, ich musste gerade ganz schnell nochmal mein Video fertig machen. Da war noch kein Titel drin, da war noch kein Thumbnail eingestellt. Und das Video geht gleich online. In wirklich ein paar Minuten, also hatte ich noch echt Glück quasi gehabt. Ja, hier ist langsam Feierabend. Ich würde ganz gerne bei diesem Vlog jetzt hier schneiden für euch für morgen. Meine Schwester kümmert sich gerade um die Wäsche. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch der Tag heute mit uns gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.